Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich lese dir vor. Auch heute gibt es wieder eine Sage, eine griechische Sage heute zum ersten Mal. Die kommt aus diesem tollen Buch, die spannendsten griechischen Sagen, neu erzählt von Dimiter Inkiow. Der macht das ganz wunderbar. Der erzählt das ganz toll und spannend für junge Leser, junge Zuhörer. Das ganze Buch ist erschienen im Ellermann Verlag, dem Vorleseverlag. Und ich finde griechische Sagen ganz besonders toll, weil da lauter verrückte Götter vorkommen, die die coolsten Sachen können. Die können Blitze schleudern zum Beispiel oder in null Komma nichts durch alle Meere schwimmen oder mit wilden Tieren sprechen. Die sind echt richtig cool, die griechischen Götter. Und die Sage, die ich euch heute vorlese, das ist eine der berühmtesten, die es gibt. Die ist ein bisschen gruselig. Es kommt nämlich tatsächlich der Tod vor, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Der Tod ist ein bisschen dulli-dulli. Also vor dem braucht man eigentlich keine Angst zu haben. Ihr werdet sehen, warum. Und zwar heißt diese Sage Sisyphos. In der Zeit, als die Götter auf dem Olymp wohnten, der Olymp, das war ein ganz hoher Berg, wo die Götter in Palästen gehaust haben damals, lebte in Griechenland der mächtige König Sisyphos. Die Leute sagten, er sei stärker als zwei Bullen und schlauer als 100 Füchse. Sisyphos war der König von Korinth, also der hat ganz normal in Griechenland gelebt, ne? Sisyphos trank mit Vorliebe Ouzo, einen berühmten griechischen Schnaps. Und wenn er Schnaps getrunken hatte, dann prahlte er gern. Was heißt prahlen? Hat richtig angegeben. Das passiert ganz oft, wenn man zu viel Ouzo trinkt. Er war ein richtiger Angeber dann. Doch diese Prahlerei wurde ihm zum Verhängnis. Und das kam so. Eines Abends, während eines Fests, erhob sich Sisyphos mit einem Glas Ouzo in der Hand und verkündete: Freunde, ich fühle mich so stark und so mächtig, dass ich mich mit Zeus anlegen könnte. Zeus, das war der Gott der Götter, der Obergott. Mit dem legte man sich eigentlich besser nicht an. Aber er hatte zu viel Ouzo getrunken. Ne? Darauf trinke ich. Prost. So sah das aus. Der Sisyphos. Ne? Schön in Ouzo-Laune. Einfach mal mit dem Obergott angelegt. Alle riefen: Hurra! Hoch lebe König Sisyphos! Doch wie es der Zufall wollte, hörte Zeus auf dem Olymp Sisyphos Worte. Und Zeus war darüber sehr empört. Götter, habt ihr das gehört? Was für einen Unsinn redet dieser Königswurm da? Soll ich ihn jetzt gleich mit einem Blitz in ein Häufchen Asche verwandeln? Vater Zeus, verschwende deine Blitze nicht. Schicke ihm einfach den Tod, riefen einige Götter. Ihr habt recht. Einen Blitz ist er gar nicht wert. Ich schicke ihm morgen früh den Tod. Tod, hast du mich gehört? Vom anderen Ende der Erde, also ne, von weiter unten, kam zum Olymp die dünne Stimme des Todes. Ja, Vater Zeus, morgen in der Früh muss König Sisyphos von Korinth sterben. Genau, und dass du das nicht vergisst, donnerte Zeus. Nein, Vater Zeus, ich vergesse deine Befehle nie. Thanatos, so hieß der Gott des Todes, war ein 3 Meter großes, schwarzes Gerippe, mit leuchtenden roten Augen und einer silbernen Sense in der Hand. Eine schwarze Ledertasche hing über seiner Schulter. Guck mal, so. Jetzt wird es ein bisschen gruselig. So sah der Tod aus. So. Mit den roten Augen. Müsst aber keine Angst haben. Versprochen. Thanatos sah so schrecklich aus, dass alle Menschen, die ihn sahen, in Ohnmacht fielen. Thanatos brauchte dann nur noch die Seelen aus den ohnmächtigen Körpern zu holen. Er steckte sie sofort in seine schwarze Tasche. Na, der hat dann die Seelen geklaut von den Menschen und sie dann abends in die Unterwelt gebracht, wo Zeus' Bruder, der Gott Hades, herrschte. Am nächsten Morgen suchte Thanatos, wie von Zeus befohlen, Sisyphos auf, der gerade frühstückte. Das schreckliche, schwarze Gerippe stand plötzlich vor ihm. Die Augen leuchteten unheimlich. Es wackelte bedrohlich mit der Silbersense. Jetzt wird er in Ohnmacht fallen, dachte Thanatos, der Tod. Fall endlich hin, Sisyphos, ich muss deine Seele holen. Ich habe nicht viel Zeit. Aber Sisyphos fiel einfach nicht in Ohnmacht. Stattdessen brüllte er: Wer bist du denn? Wer hat dich denn hier reingelassen? Siehst du nicht, dass ich frühstücke? Raus aus meinem Haus!
Da staunte Thanatos und sagte, »Erkennst du mich nicht? Ich bin dein Tod.« Sisyphos lachte, »Ha, ha, ha, das kann ja jeder sagen.« »Ich bin Thanatos.« Langsam wurde der Tod wütend. »Du hast dich aber nicht angemeldet.« Sisyphos blieb ganz ruhig und war weit davon entfernt, in Ohnmacht zu fallen. »Zu mir kommt niemand unangemeldet. Raus!« habe ich gesagt. »Ich komme immer unangemeldet«, rief Thanatos. »Deine letzte Stunde hat geschlagen. Du stirbst jetzt.« »Warum gerade jetzt?« fragte Sisyphos. »Ich habe noch viel zu tun.« »Frag nicht. Hast du denn keine Angst vor mir?« Thanatos Stimme wurde immer lauter. »Mein lieber Thanatos, jeder Mensch stirbt irgendwann. Nach 100 Jahren ist es egal, wer wie lange gelebt hat. Ich habe mich nur gewundert, dass du unangemeldet und so plötzlich vor mir stehst.« »Du hast Zeus beleidigt, Sisyphos. Die Strafe ist dein Tod.« »Dann ist wohl nichts dagegen zu machen«, stellte Sisyphos fest. »Aber ich schlage vor, wir trinken vor der Reise noch einen Ouzo zusammen.« »Ouzo? Was ist das denn?« wollte Thanatos wissen. »Du kennst unseren berühmten Anis-Schnaps nicht? Er ist aus Anis gemacht.« »Seit wie vielen Jahren bist du auf der Erde?« fragte Sisyphos den Tod. »Ich weiß es nicht. Ich war schon immer hier. Wir, die Götter, wir sind einfach da.« »Und du hast noch nie einen Ouzo getrunken?« »Nein, nie. Du bist der Erste, der mich dazu einlädt. Alle fallen in meine Ohnmacht, wenn ich komme«, sagte Thanatos. »Dann musst du ihn jetzt unbedingt probieren. Du wirst mir ewig dafür dankbar sein. Nur ein Gläschen.« Sisyphos klatschte in die Hände. »Diener, bringt mir 4 Flaschen Ouzo.« Kurz darauf kamen die Diener mit 4 Flaschen Ouzo angelaufen. Als sie den Tod sahen, fielen sie alle, einer nach dem anderen, in Ohnmacht. Also alle Diener von Sisyphos sind in Ohnmacht gefallen. Der Teppich war Gott sei Dank dick und weich. Die Flaschen mit dem Ouzo blieben also ganz. Sisyphos öffnete die 1. Flasche, nahm 2 Gläser und goss sie voll. »Nimm, Brüderchen, nur ein Gläschen für unterwegs. Zum Wohl. Was sagst du jetzt?« Thanatos, der Tod, war begeistert. »Das Zeug schmeckt gut. Ich könnte noch ein Gläschen vertragen.« »Gern«, rief Sisyphos. »Zeit haben wir genug und Ouzo auch, also kein Grund zur Eile. Oder hast du heute viel zu tun?« Thanatos lächelte. »Ich habe immer viel zu tun, aber heute werde ich mir eine Pause gönnen.« Nach dem 2. Glas sagte Thanatos, »Das Zeug ist köstlich, das werde ich auch Zeus sagen, schenk mir noch ein Glas ein.« Und danach tranken Thanatos und Sisyphos noch ein Glas und noch eins und noch eins. Und so ging es immer weiter. Sisyphos war ein großer Trinker, der war das gewöhnt, aber Thanatos, der Tod, nicht. Nach der 3. leeren Flasche fiel der Tod auf den Teppich und schlief glücklich ein. Genau darauf hatte Sisyphos gewartet. Er sprang auf und rief, »Diener, schnell, ich brauche eure Hilfe!« Die Diener kamen, sahen den Tod und fielen wieder in Ohnmacht. Sisyphos ließ seine ohnmächtigen Diener liegen und holte eine Eisenkette, mit der er Thanatos fesselte. Es war also alles ein Trick, ne, von Sisyphos. Der wollte, dass der Tod vom vielen Ouzo ohnmächtig wird. Jetzt konnte er ihn nämlich fesseln. Er schnürte ihn fest wie ein Paket, von oben bis unten. Dann stopfte er ihm Watte in den Mund. Er packte den gefesselten Tod, schleppte ihn in den Keller und sperrte ihn in ein Verlies. Auf der Erde begannen glückliche Zeiten. Kein Mensch starb mehr. Der Tod war verschwunden. Die Ärzte freuten sich. Die Henker, also die normalerweise die Menschen am Galgen aufgehängt haben, waren verzweifelt, denn die Gehängten schaukelten an den Galgen und schnitten Grimassen, sind auch nicht mehr gestorben. Und die Schaulustigen lachten darüber. Als Zeus nach 100 Jahren wieder einmal vom Olymp auf die Erde sah, staunte er. »Was ist denn auf der Erde los? Sie ist ja überbevölkert.« Guck mal, so guckt der Obergott, der Zeus, vom Olymp aus auf die Erde und stellt fest, da sind ja viel zu viele Menschen, da stirbt ja gar keiner mehr. »Wo ist Thanatos? Warum tut er seine Arbeit nicht?« Alle Götter begannen, Thanatos zu suchen. Sie riefen, »Tod, wo bist du? Thanatos, Zeus ruft dich! Tod, melde dich sofort bei Zeus!« Doch Thanatos meldete sich nicht. Er war nirgends zu finden. Schließlich fragte Zeus Apollon, den Gott, der alles wusste. Und er war ganz schlau. Er war auch ganz schön, aber vor allem war er sehr, sehr schlau.
Und auch der Sohn von Zeus war das. Apollon, mein Sohn, wo steckt Thanatos? Die ganze Erde haben wir nach ihm abgesucht, aber er ist einfach nirgends zu finden. Wo ist er? Warum tut er seine Arbeit nicht? Warte, ich muss mich konzentrieren, Vater, sagte Apollon. Ja, jetzt sehe ich ihn. Er liegt mit einer Eisenkette gefesselt in einem Verlies im Keller des Palastes von König Sisyphos. Sein Mund ist mit Watte vollgestopft. Er kann keinen Mucks von sich geben. Er rollt nur wütend mit den Augen. 100 Jahre lang. Zeus erinnerte sich. Ich habe ihn vor 100 Jahren zu König Sisyphos geschickt. Er sollte seine Seele holen. Zeus rief sofort Ares, den Gott des Krieges, zu sich. Ares, flieg nach Korinth und befreie Thanatos. Kurz darauf war Thanatos wieder frei. Dann stand er plötzlich vor Sisyphos. Und ohne ein Wort holte Thanatos seine Seele und brachte sie sofort zu Hades in die Unterwelt. Der hat gar nicht gewartet, ob der in Ohnmacht fällt, der Sisyphos. Tut er sowieso nicht, wollte aber auch kein Uso mehr mit ihm trinken. Hat einfach seine Seele geklaut und sie in die Unterwelt gebracht. Das ist die Seele von Sisyphos, dem König von Korinth. Pass gut auf sie auf, Hades. Sisyphos hält sich nämlich für super schlau. Hades war es gewöhnt, für jede Seele Opfergaben zu bekommen. Für eine Königsseele erwartete er besonders viele Gaben. Der wollte Reichtümer haben, der wollte Edelsteine, Gold. Normalerweise bekommt er das bei jedem Toten. Er wartete und wartete. Doch aus Korinth kamen keine Opfergaben für Sisyphos. Nach einer Woche wurde Hades unruhig. Er schickte 2 Boten, 2 dunkle Schatten nach Korinth. So sahen die aus. Die dunklen Schatten, die der Hades aus der Unterwelt geschickt haben. Geht in den Palast des Sisyphos und seht nach, was dort los ist. Warum gibt es kein Begräbnis und keine Opfergaben? Die beiden Schatten flogen nach Korinth. Kurz darauf kamen sie zurück und sagten, Hades, im Palast in Korinth ist alles wie immer. Was heißt das? Fragte Hades. Der tote König sitzt auf seinem Thron im Thronzimmer, genau dort, wo er gestorben ist, und alle tun so, als ob er noch lebte. Keiner will wahrhaben, dass er tot ist. Aber die trauernde Witwe? Die Königin? Fragte Hades. Sie ist gar nicht traurig, sie ging gestern Abend sogar zum Tanzen. Und die Diener, seine treuen Diener? Hades konnte es nicht glauben. Sie verbeugen sich vor dem toten Sisyphos, als wenn sie an ihm vorbeigehen, und tun ihre Arbeit, als ob nichts geschehen wäre. Das heißt, sie denken gar nicht an ein Begräbnis, rief Hades wütend. Sie wollen mir gar keine Opfergaben bringen. Das geht nicht. Bringt mir sofort Sisyphos Seele. Die Boten taten, was Hades ihnen befohlen hatte, und übergaben ihm die Seele. Hades packte Sisyphos Seele mit 2 Fingern, hob sie hoch und donnerte, »Aus Korinth sind keine Opfergaben gekommen, und das ärgert mich sehr. So eine geizige Seele will ich bei mir in der Unterwelt hier gar nicht haben. Geh zurück nach Korinth in die Oberwelt.« Er gab der Seele einen kräftigen Fußtritt, und so kam Sisyphos Seele wieder in die Oberwelt. Schnell suchte sie sich ihren Körper und schlüpfte hinein. Plötzlich lebte Sisyphos wieder. Er erhob sich und bedankte sich bei seiner Frau und seinen Dienern. Sie hatten alle Anweisungen, die er ihnen vorher gegeben hatte, genau befolgt. Er hat also auch den Hades, also den Gott der Unterwelt, reingelegt. Nicht nur den Tod vorher, sondern jetzt auch den Hades. »Ich wusste, dass es klappen würde. Ich habe Hades reingelegt«, rief Sisyphos und lachte. Auf dem Olymp dachte man, er wäre tot. Aber er lebte weiter und er wurde noch nicht mal älter. Nach 300 Jahren sah Zeus vom Olymp wieder einmal nach unten, nach Korinth. Er traute seinen Augen nicht. Er fragte Apollon, der neben ihm stand, »Sehe ich richtig? Ist der König da unten auf dem Fest nicht Sisyphos?« »Er ist es, Vater«, sagte Apollon. »Aber warum lebt er denn?« Zeus' Stimme wurde immer lauter. »Er müsste schon 300 Jahre tot sein. Wo ist Thanatos?« Thanatos, der Tod, kam leise angekrochen. Er wusste, dass Zeus sehr wütend werden konnte. »Thanatos, sieh mal, was in Korinth los ist, und sag mir, wer der König dort ist, der so fröhlich feiert. Kannst du ihn sehen?« »Das muss ein Urenkel von Sisyphos sein«, sagte Thanatos. »Es ist kein Urenkel von Sisyphos, es ist Sisyphos selbst.« »Unmöglich, Vater Zeus. Sisyphos' Seele habe ich persönlich vor 300 Jahren Hades übergeben. Daran kann ich mich sehr gut erinnern.«
Er hat auch Hades reingelegt, dieser Schlaumeier, rief Zeus. Sisyphos Seele war in der Unterwelt, darum kann sie in der Oberwelt nicht alt werden. Und weil seine Seele jung bleibt, wird auch sein Körper nicht alt. Ein Glück, dass ich nun weiß, was los ist. Sonst könnte Sisyphos noch 1000 Jahre leben. Zeus donnerte wütend. Dann aber lachte er und verkündete mit strahlenden Augen: Ich werde Sisyphos fürchterlich bestrafen. In den Tartaros mit ihm. Dort soll er Tag und Nacht einen riesengroßen Stein auf einen Hügel hinaufrollen. Wenn er mit dem Stein fast oben auf dem Hügel angekommen ist, rollt der Stein wieder runter und Sisyphos muss von vorne anfangen. Nie soll er Ruhe geben. Ja, der Tartaros, von dem Zeus da spricht, das war ein schwarzer Abgrund, der tief unter der Erde lag. Noch tiefer als die Unterwelt, also noch unter Hades. Dort sperrte Zeus seine Widersacher ein. Also das war sozusagen das Verlies, das Gefängnis von Zeus. Zeus zeigte mit dem Finger nach Korinth. Riesige Blitze schlugen in den Boden neben Sisyphos ein. Die Erde spaltete sich. Feuer und schwarzer Rauch kamen aus der Erde. Mit einem Schrei fiel Sisyphos in die Spalte hinein. Die Erde verschluckte ihn. Dann wurde es still. Sisyphos Seele kam nie zur Ruhe. Bis in alle Ewigkeit musste er zur Strafe im Tartaros einen großen weißen Stein auf einen Hügel rollen. Ganz verschwitzt und übermüdet musste er den Stein ohne Pause den Hügel hinaufrollen. Und wenn der Stein fast oben war, rollte er wieder nach unten und Sisyphos musste ihm hinterherlaufen. So sah das aus. Der arme Sisyphos immer hochrollen und dann rollte der automatisch runter. Und dann ging das Ganze von vorne los. Wenn der Stein zur Ruhe gekommen war, musste Sisyphos ihn wieder nach oben rollen. Tag und Nacht, immer, immer wieder. Und deswegen nennen wir auch heute noch eine Arbeit, die sehr, sehr schwer ist und die kein Ende nimmt und die deshalb sinnlos ist, Sisyphos-Arbeit. Also Zimmer aufräumen, absolute Sisyphos-Arbeit. Man könnte jetzt natürlich sagen, das war die Geschichte übrigens, damit ist sie zu Ende von Sisyphos. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, er hat nochmal 400 Jahre Zeit gewonnen. Er hat 400 Jahre länger gelebt, 100 Jahre lang, bis Zeus gemerkt hat, dass er den Tod eingesperrt hatte und dann nochmal 300 Jahre, als er den Hades ausgetrickst hatte. Dafür muss er jetzt bis in alle Ewigkeit diesen Stein rauf und runter rollen. Könnt ihr euch mal überlegen, was euch lieber wäre. Also ich persönlich wäre dann doch lieber 400 Jahre früher gestorben und hätte in der Ewigkeit meine Ruhe. Das alles kommt davon, wenn man zu viel Uso trinkt und sich mit Zeus anlegt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Geschichte von Sisyphos. Tschüss!